Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines YouTube-Kanals Deutsch mit Kaihan. In diesem Video werden wir zusammen über das Thema Deaktivierung aus Verben, Nomen, Adjektiven sprechen. Man nennt das auch Derivation. Los geht's! Okay, vor allem müssen wir das herausfinden, wie viele Kategorien der Adjektive gibt es. Vor allem habe ich die Adjektive in zwei Kategorien unterteilt: primäre Adjektive und Abgleitadjektive. Was sind die primäre Adjektive? Die sind die Adjektive, die nicht abgeleitet worden sind. Sie waren von Anfang an schon Adjektive. Aber jetzt kommen wir zu Abgeleitadjektive. Die waren am Anfang nicht Adjektive, sondern Nomen, Verben oder vielleicht können andere Adjektive sein, und das wurde irgendwie umformuliert, abgeleitet und jetzt konvertiert, und jetzt sind sie Adjektive. Und in diesem Video werden wir speziell auf das Thema abgeleitete Adjektive konzentrieren. Okay, primäre Adjektive zum Beispiel schön, gelb, groß. Und abgeleitete Adjektive menschlich. Sehen Sie, wir haben den Nomen Mensch und mit Nachsilbe lich haben wir Adjektive produziert. Beugen von einem Verb mit sam haben wir ein Adjektiv formuliert. Und machen, ein Verb mit bar haben wir ein Adjektiv formuliert. Später lernen wir und können wir das eins zu eins analysieren, wie könnte man solche Adjektive aus Verben, Nomen und anderen Adjektiven produzieren. Okay, zuerst beginnen wir mit Adjektive aus Verben plus bar, das heißt mit Nachsilbe bar. Sie haben schon mal im Alltag gesehen, dass es viele Adjektive mit der Nachsilbe bar gibt es. Zum Beispiel essen, essbar. Zum Beispiel habe ich hier ein Beispiel geschrieben: essbare Kräuter. Ne? Und das Kräuter sind essbar als Adverbien, können wir auch am Ende das schreiben, beziehungsweise als Prädikat oder Prädikativ. Ja? Wie können wir so formulieren? Wir müssen diesen Verbstamm nehmen. Verbstamm heißt das Verb ohne en. Ne? Diese en sollte weggeschmissen werden und der Rest des Verbes wäre Verbstamm. Plus bar wäre neue Adjektive. Zum Beispiel trinken. Wir können diese en wegschmeißen und trink plus bar. Und jetzt ein Beispiel: trinkbares. Warum bares? Das Wasser. Das Wasser ist trinkbar. Als Prädikativ. Verstehen. En weg. Und hier können wir auch so machen: verstehe plus bar. Man hat eine zweite Möglichkeit für verstehen, verständlich, ja? Verstehbare Texte, die Texte sind verstehbar. Sehen, en weg. Aber bitte aufpassen, bei sehen haben wir, wie Sie wissen, im Deutschen haben wir viel zu viele Ausnahmen. Bei sehen haben wir auch so eine Ausnahme. Man sagt sichtbar oder sichtlich, ja? Aber sehbar gibt es leider nicht. Und das habe ich vergessen zu sagen. Diese Adjektive könnten wir aus den Verben, aus den transitiven Verben produzieren. Aus fast allen transitiven Verben. Das heißt Verben mit Akkusativobjekt. Aber mit mit Dativobjekt könnten wir leider diese Adjektive nicht produzieren. Außer danken, zum Beispiel dankbar, streiten, streitbar. Obwohl sie intransitive Verben sind, können wir trotzdem diese Adjektive aus diese nur zwei Verben produzieren. Es gibt auch einige selten, was haben wir selten, Adjektive plus bar, zum Beispiel kaputt. Kaputtbar gibt es nicht, unkaputtbar. Meistens nutzen wir mit Vorsilbe unkaputtbare Uhren, oder die Uhren sind unkaputtbar. Man musste das auch erwähnen, dass diese Adjektiv plus bar war ein bisschen altdeutsch im 19. Jahrhundert oder vielleicht ein bisschen früher, aber bei dieser
neue Rechtschreibung haben wir diese Adjektiv plus bar nicht mehr, beziehungsweise sehen wir das selten. Okay, geht es weiter? Bitte aufpassen bei diesen Adjektiven aus Verben plus bar. Bar ist nicht immer bar. Wir haben zwei Arten von bar. Wir haben bar, zum Beispiel, wo man trinken oder vielleicht mit den Freunden tanzen kann, ne? Und anders als diese Bar haben wir diese kleine Bar, wenn man über eine Möglichkeit spricht, zum Beispiel man kann. Hier sehen wir diese zwei Beispiele, die Musik ist tanzbar. Hier sehen wir diese Möglichkeit Bar. Mit dieser Musik kann man tanzen. Ne? Hier zeigt diese Bar diese Können, diese Möglichkeit. Die tanzbar sind ja nie, aber das ist ein Ort. Ja? Wie lokal, eine Bar, in der man tanzen kann, ja? So, bitte aufpassen, solche Kleinigkeiten haben wir manchmal. Bar groß und Bar klein, aber in diesem Fall als Nachsilbe sind beide Beispiele mit kleiner Bar. So, geht es weiter? Wir haben Adjektive aus Verben, Nomen oder andere Adjektiven plus Lich. Ja, diese Nachsilbe schwächt die Bedeutung eines Adjektivs ab. Ja, abschwächen, reduzieren. Zum Beispiel sauer, richtig sauer, hundertprozentig sauer, säuerlich. Ja, 50%, 30%, 20%. Ne? Es variiert, ne? Schwächt diese hundertprozentige Möglichkeit. Arm, ärmlich. Ja. Nicht 100% arm, sondern es sieht ärmlich aus. Aber das können wir nur für diese Sachen nutzen. Okay? Was man noch mit der Nachsilbe Lich erwähnen kann, über die Häufigkeit von etwas zu sprechen. Zum Beispiel, das können wir aus einem Nomen derivieren, zum Beispiel der Tag, täglich. Das heißt jeden Tag. Der Monat, monatlich, Monat oder die Woche, wöchentlich, jede Woche. Zwei Funktionen. Schwächt die Bedeutung, Häufigkeit. Und die dritte Funktion dieser Nachsilbe ist Eigentum, zeigt das Eigentum. Das Haus der Eltern, das elterliche Haus, wird aber selten benutzt. Wie ich gesagt habe, das war ein bisschen königliches Deutsch. Naja, und in diesem Fall königliches Haus, der königliche Garten zeigt Eigentum. Das heißt, das Haus gehört dem König oder Garten gehört dem König. Diese Adjektive verdeutschen den Ton des Sprechers. Ja? Das heißt, mit dieser Nachsilbe können wir den Ton ein bisschen verdeutlichen, verbessern. Lächerlich, jämmerlich oder weinerlich. Wie hat er gesprochen? Bestimmt Ton. Bitte aufpassen, einsilbige Wörter bekommen meistens einen Umlaut. Ja? Zum Beispiel Tag, täglich. Z. Arm, ärmlich. Ja? Okay. Nun haben wir einen Streit zwischen Lich oder Bar. Leider gibt es keine einzige Regel, wo man das unterscheiden kann. Aha, hier soll ich Lich und hier soll ich Bar nutzen. Naja, jetzt kommt die Frage, woher können wir das herausfinden, ob dieses Adjektiv mit Bar produziert wird oder, weiß ich nicht, mit Lich. Die einzige Antwort oder Lösung könnte sein, dass man viel lesen oder viel hören und sprechen und dann könnte man das hinkriegen, wo kann man Lich oder wo kann man Bar nutzen. Zum Beispiel kaufen, kaufbar, gibt es nicht, käuflich. Aber woher? Man musste einfach googeln, man musste einfach
bei Duden das nachschauen, Freunde fragen, Lehrer oder weiß ich nicht, irgendwo eine Grammatik nachschlagen. Verstehen, verständlich oder verstehbar. Ja, sehen Sie, hier haben wir zwei Möglichkeiten, sowohl mit bar als auch mit lich. Begreifen, begreiflich, begreifbar. Mit beide Nachsilben wäre das richtig. Vermuten, vermutlich, vermutbar gibt es aber leider nicht. Zerbrechen, zerbrechlich, zerbrechbar. Zum Beispiel, die Gläser sind zerbrechlich. Ersetzen, ersetzlich, ersetzbar. Mit beiden Möglichkeiten wie das. Okay. Fassen, fasslich, fassbar. Begreifen, begreiflich, begreifbar. Lesen, leserlich, lesbar. Merken, merklich, merkbar. Sorgen, sorglich, sorgsam. Verkaufen, verkäuflich, verkaufbar. Aber bitte aufpassen. Löslich ist nicht lösbar. Ja? Die haben die gleiche Bedeutung. Sozusagen Synonyme könnte man sagen, aber hier in dem Fall löslich ist nicht lösbar. Was löslich? Zum Beispiel, wenn eine Tablette sich in der Flüssigkeit lösen, dann sagt man löslich, ja? Oder was immer ist, eine Schokolade oder was in einer Flüssigkeit sich lösen. Lösbar, wenn wir ein Problem haben und sagen wir dann, das ist Problem. Das Problem kann ich lösen. Aber löslich im Wasser zum Beispiel. Okay, jetzt weiter. Adjektive aus Nomen plus ich. Ich habe hier mit der roten Farbe geschrieben von Nationalitäten und Sprachen. Aber bitte aufpassen, diese Endung der Nationalitäten fällt dabei weg. Zum Beispiel der Italiener, Italienisch. Was ist der Unterschied zwischen diese kleine Italienisch oder große Italienisch? Kleine bedeutet Nationalität, ich schreibe N, und große Italienisch ist die Sprache. Der Russe, E, die Endung fällt. Russisch. Großer Russisch, die Sprache. Der Pole. Polnisch. Polnisch. Groß. Sprache. Klein. Nationalität. Der Spanier. Die Endung fällt weg. Spanisch. Spanisch. Groß. Die Sprache. Aber der Deutsche. Deutsch. Deutsch. Groß. Die Sprache. Deutschisch sagen wir nicht. Das ist eine Ausnahme. Dann gibt es immer Ausnahmen. Nun kommen wir zu den Adjektiven aus Nomen, Verben oder anderen Adjektiven plus sam. Sam. Die sind fast ähnlich bei der Bedeutung wie die Nachsilbe bar. Nun sehen wir folgen, folgsam, bereit zu folgen. Fügen, bereit zu fügen, sparen, sparsam. Zum Beispiel die Frau sehr, sehr sparsam. Achten, achtsam. Die Erzieherin ist sehr, sehr achtsam. Biegen, biegsam, biegbar. Sehen Sie, bei den einigen Adjektiven könnten wir die beiden Nachsilben schreiben. Ja? Beugen, beugsam. Ehren, ehrsam, ehrbar. Ne? Okay. Deswegen sagen wir, bei der Bedeutung könnten sie auch ähnlich klingeln. Wir haben andere Endung ik, Adjektiv aus Nomen plus ik. Lust, lustig. Schuld, schuldig. Mehl, mehlig. Fett. Fettig, rauch, räucherig, salz, salzig. Ja? Aus Nomen haben wir neue Adjektive
produziert oder wir haben die Nomen zu Äquivalenten konvertiert. Additiv aus Nomen plus Haft. Traum, Traumhaft, Geschmack, Schmackhaft. Nochmal Ausnahme. Sauber, Sauberhaft, Mangel, Mangelhaft. Leben, Lebhaft. Ja, das heißt mit Traum. Traumhaftigkeit, ja. Eine schmeckhaftes Brot. Das heißt, das Brot enthält Schmecken. Schmeckt gut. Okay, wie ich am Anfang schon verdeutlicht habe, man könnte aus anderen Adjektiven neue Adjektiven produzieren. Man könnte mit den Nachsilben des, in oder un auch schreiben. Und welche Adjektive man könnte Gegenteil der Adjektive produzieren, zum Beispiel kompetent, inkompetent bzw. nicht kompetent, kompatibel, inkompatibel bzw. nicht kompatibel, interessiert, desinteressiert, nicht interessiert, infiziert versus desinfiziert oder nicht infiziert, beliebt, unbeliebt, nicht beliebt, vergesslich, unvergesslich bzw. Nicht vergesslich. Okay. Woher erkennen wir, ob diese Adjektive mit des, in und. Nochmal muss ich sagen, mit der Erfahrung, lesen, hören, sprechen, könnten wir das hinkriegen. Nun kommt es die Frage, un oder nicht? Bei vielen Adjektiven könnten wir die beiden Möglichkeiten nutzen, und denkbar oder nicht denkbar, aber bei einigen ist unmöglich. Wie ich gesagt habe, es gibt leider aber keine Regel dafür. Denkbar, undenkbar, nicht denkbar. Lesbar, unlesbar, nicht lesbar. Essbar, nicht essbar. Unessbar ist falsch. So. Okay, zum Beispiel machbar, nicht machbar, ja? Aber wenn wir sagen unmachbar, das ist nicht richtig, beziehungsweise so ein Wort gibt es nicht. So. Nun habe ich das veranschaulicht, dass Sie das ein bisschen besser vergleichen können, Nomen, Verben, Adjektiven plus Adjektive. Rein N, tut mir leid, das ist falsch. Nomen, Verben, Adjektive plus Adjektive. Zusammengesetzte Adjektive sind Kompositum. Zum Beispiel hier. Nomen plus Adjektive könnten wir mit Hilfe eines Nomens plus Adjektive neue Adjektivformen federn. Leicht. Nomen, Adjektiv, Beeren, stark, Nadel, spitz, Wunder, schön. Sehen Sie? Damit wir die Adjektiv besser erwähnen können, beziehungsweise das besser verdeutlichen können, dass der Hörer das besser erkennt, beziehungsweise gerade Adjektive diese Qualität der Adjektiv, dann könnten wir so ein bisschen Kompositum formulieren. Federleicht, leicht wie ein Feder, ja? Feder eines Vogels, bärenstark, wie bärenstark, Nadelspiel, spitz wie Nadel, schön wie ein Wunder. Verb plus Adjektive streichen, aber wie ich gesagt habe, Verbestamm ohne EN, zart. Reiß, fest. Das Fest, das man nicht voneinander reißen kann. Schwarz-Weiß aus zwei Adjektiven. Schwarz-Weiß.
Taub, stumm, stumm wie ein Taub. Laut, stark. Lauwarm. Okay, sehen Sie? Wir können auch Doppeladjektiv bzw. Kompositum auf Adjektiven, Verben oder Nomen produzieren. Okay, nun kommen wir zu den Adjektiven aus Nomen plus los. Es zeigt, dass nicht da seien. Manchmal ein S kommt auch dazwischen, aber es gibt leider keine Regel. Ja? Man muss das nur lernen. Die Arbeit, arbeitslos. Arbeitslose Menschen sind arbeitslos. Erfolg, erfolglos. Sehen Sie, hier haben wir keine S. Erfolglose Versuche, meine Versuche waren erfolglos. Das Gehör. Gehörlos, gehörlose Menschen, viele Menschen sind gehörlos. Ja? Ohne Arbeit, ohne Erfolg. Man könnte auch los, so ohne auch übersetzen. Arbeitslos, ohne Arbeit. Okay, geht es weiter? Adjektiv aus Nomen plus reich zeigt, dass etwas enthalten ist, dass etwas drin ist. Zum Beispiel erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Ich habe viel Erfolg. Ich habe es, ja. Das Essen ist vitaminreich, voller Vitamine. Im Essen sind viele Vitamine. Das Essen ist sehr kalorienreich. Es hat viele Kalorien. Ja, sehen Sie? Das Handy ist sehr funktionsreich. Handy hat viele Funktionen. Ne? Viele heißt, was enthalten ist, was in einem Ding drin ist. Wir haben andere Adjektive aus Nomen plus frei als Nachsilbe zeigt, dass etwas nicht enthalten ist. Bei reich enthalten ist, bei frei nicht enthalten ist. Fettfrei. Das Essen hat kein Fett. Ja? Der Kaugummi ist zuckerfrei. Hat keinen Zucker. Die Hausaufgabe ist fehlerfrei. Es ist ohne Fehler. Hat keinen Fehler. Plural. Das Bier ist alkoholfrei. Es hat kein Alkohol. Ohne Alkohol, ne? Das Messer ist rostfrei. Es rostet nicht, ja? Es ist ohne Rost. Adjektiv aus Nomen plus arn zeigt von etwa sehr wenig zu sein. Fettarm, das Produkt ist fettarm. Hat Fett, ja? Frei bedeutet komplett nicht, aber bei arm, es hat aber wenig Fett. Reich viel, arm wenig, frei komplett nicht. Arm bedeutet ein bisschen wenig. Zum Beispiel, wir sagen, ein armer Mensch, das heißt, er hat wenig Geld. Das Getränk ist kalorienarm, hat wenig Kalorien. Okay. So, die Cola ist vitaminarm, hat wenig Vitamine. Und wir haben Adjektive aus Nomen plus ern oder ner, das Silber, ner, zum Beispiel Handy, Auto, der Silber, ne, Ring, das Eiserner, zum Beispiel Tor oder was immer ist, das Goldene, Handy vielleicht, das Küpfernar, etwas. Man könnte auch aus diesen Nomen Adjektive formulieren. Plus er, n oder ner. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass Sie auch
was Neues nochmal bei mir gelernt haben, beziehungsweise naja, eine neue Frage im Deutschen wieder gelöst haben. Ich freue mich auf Ihre Kommentare, Daumen hoch, beziehungsweise Abonnement. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne in die Kommentare schreiben. Tschüssi.